Catnip versucht, mich zu betäuben. Sinelwetter ist mein kleiner Ausreißer. Mein Rauch ist cool. Nein! Das war's. Wow, das ist besser als jeder Horrorfilm. Es ist schon spät. Warum schläfst du noch nicht? Ich habe gerade den Laptop ausgeschaltet, Mama. Alle Kinder sollten um diese Zeit schon schlafen. Und süße Träume haben. Gute Nacht. Ruh dich etwas aus, Schatz. Ich bin dann mal weg. Ich werde nur noch diese Episode anschauen. Es ist eine kurze. Der Welpe ist eingeschlafen. Oh, warum bist du noch auf? Böse Alice. Ah! Catnap lebt! Oh nein! Ah, es ist schön hier in der echten Welt. Was für eine Schreikönigin. Bitte fass mich nicht an. Hey, wohin willst du? Du kannst nicht vor mir fliehen. Bitte lass mich gehen. Ich schwöre, ich werde mir keine Horrorfilme mehr ansehen. Mama! Warum machst du so ein Theater? Ich helfe dir beim Einschlafen. Atme einfach mein Gas ein. Catnap ist so einfach zu täuschen. Sie denkt, ich schlafe. Dank der Vanilleblüten. Tolle Nasenstöpsel. Ich bin allergisch gegen Pollen, aber nicht gegen mein Lieblingsgetränk. Ich liebe Vanille-Cola. Oh, ich muss der armen Alice helfen. Widerstehe nicht. Was? Ups, ich habe vergessen zu fragen. Willst du eine Cola? Eine Cola? Gut, ich nehme einen Schluck. Igitt, Vanille. Weißt du nicht, was ich mag? Schau hier. Ich habe ihn geschickt überlistet. Na gut, bleib in der Pixelwelt. Puh, ich bin ihn losgeworden. Nein! Ich habe noch eine Sache zu erledigen. Wie komme ich hier raus? Puh, aber wie kriege ich dieses Schloss auf? Ich habe keine Ahnung. Lass mich nachdenken. Das Schloss antwortet Catnap. Du musst nur eine lilane Katze werden. Eine dumme Idee. Leider, liebe Alice, gibt es keinen anderen Weg. Schnell, stell dich unter den Strahl. Oh, scannst du mich? Bestimme dein Katzenniveau. 0%. Ja, ich verstehe. Nicht gut. Komm näher an das Poster. Aha, ich hab's. Lass uns dich Schritt für Schritt in Catnap verwandeln. Fangen wir mit den Klamotten an. Mal sehen. Das nicht. Wieder nicht richtig. So viele Dinge und kein einziges passendes Outfit. Ups, tut mir leid. Keine Sorge. Wir müssen uns schnell etwas einfallen lassen. Ah, deine Decke. Vertraue dem besten Schneider von Playtime, Mädchen. Ein bisschen Zauberei mit der Schere. Und du hast ein Kostüm. Ich bekomme Ärger mit Mama. Ich werde mit ihr reden. Mach dir keine Sorgen. Die wichtigste Aufgabe ist es, von hier zu verschwinden. Alle anderen Probleme können warten. Gut, dass ich die Modezeitschrift abonniert habe. Okay, ich werde ihn nicht stören. Es muss doch Haarnadeln. In jedem Film funktioniert das. Nur nicht hetzen, damit die Hände nicht zittern. Was da drin ist? Alice, was ist denn mit dir passiert? Oh, armes Ding. Natürlich, wenn man so einen Stress aushält. Aber jetzt ist nicht die beste Zeit zum Schlafen. Wach auf, Kumpel. Ein wenig Wasser wird sie hoffentlich wiederbeleben. Nur ein paar Tropfen und es geht ihr wieder gut. Es hat nicht geholfen. Okay, Plan B. Autsch, das ist zu laut. Also es sollte funktionieren. Aufwachen! Nutzloses Ding. Oh, anscheinend gibt es eine andere Idee. Hast du bei Dr. M persönliches Rockkonzert bestellt? Alice! Steh auf! Nichts hilft. Es sieht so aus, als bräuchte sie nur Zeit zum Schlafen. Und während sie sich ausruht, mache ich mit meiner Bastelei weiter. Das Kostüm von Catnap näht sich nicht von selbst. Wie ärgerlich. Lass mich raus, Doc Day. Ich habe noch so viele Pläne in der realen Welt. Doc Days Ball? Interessant. Testen wir, wie gut er abprallt. Wie gut er an der Wand abprallt. Jetzt verstehe ich diesen Hund. Ah!
Manchmal erschrecke ich mich selbst. Und was ist in der Hundehütte? Lass mich nachsehen. Vanilleblumen? Ich hasse diesen Geruch. Ein automatischer Kratzer. Also das ist interessant. Was für eine Wonne. So einen brauche ich dringend. Ich habe ein Nickerchen gemacht. So ein seltsamer Traum. Oh, kein Traum. Doc Day, hast du es geschafft? Oh, Alice, bist du wach? Ja, ja, hier, das Kostüm ist fertig. Umwerfend. Ich finde, es ist toll geworden. Das ist Schrott. Gib mir 5. Jetzt werde ich versuchen, das Schloss zu öffnen. Nein! Nur 25%. Was soll das? Doc Day, das Kostüm ist toll. Aber es ist nicht genug. Was fehlt noch? Irgendetwas stimmt nicht. Die Füße. Diese Hausschuhe passen nicht. Was soll ich machen? Ich kann dir meine leihen. Es macht mir nichts aus, das für so einen Anlass zu tun. Danke, Kumpel. Geht, dieser Geruch ist wirklich furchtbar. Na gut, ich werde es herausfinden. Entschuldigung, ich trage sie schon seit einer Weile. Oh, wow. Hauptsache, ich atme nicht durch die Nase. Okay, ich behandle sie schnell mit Lavendelspray. Oh, das habe ich gebraucht. Alice hat ausgezeichnete Catnap-ähnliche Pfoten bekommen. Zieh sie schnell an. Doc Day, Schatz, sieh dir nur diese Katzenpfoten an. Sie sehen aus wie die von Catnap. Jetzt kann man deine Hinterbeine nicht mehr von Catnaps Hinterbeinen unterscheiden. Schau dir mein Outfit an. Wow, nur Taylor trägt solche Sachen. Ups, jetzt nicht mehr. Er ist jetzt im Lüftungsmodus. Du bist ein wahrer Freund, Doc Day. Übrigens wegen der Ohren. Du hast keine. Und das ist nicht richtig. Wir machen sie selbst. Ich habe noch Reste von der Decke. Das ist gar nicht so schwer. Leute, merkt euch diese Methode. Das war's. Probier sie an, Alice. Komm schon. Cool. Genau richtig. Ich muss den Prozentsatz des Strahls messen. Wie viel wird es sein? Nur 50? Doc Day, nur die Hälfte. Dann ist es Zeit für das Make-up. Make-up? Das liebe ich. Lass uns das beste und schönste Make-up für mich kreieren. Aber ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert. Sei mutig. Ich passe. Du kannst es schaffen. Glaube an dich selbst. Ich tue das nur für dich, aber ich kann nicht für das Ergebnis garantieren. Was sind das für seltsame Dinge? Sieht aus wie Lippenstift. Ein bisschen rosa, ein bisschen gelb, ein bisschen glänzend. Etwa so. Nur noch der letzte Schliff. Ich sehe aus wie ein Clown. Was hast du getan? Ups, ich habe dich gewarnt. Sei nicht böse, ich rufe eine Expertin an. Sie wird alles in Ordnung bringen. Hallo? Hilf mir, Mami. Kein Problem, ich bin gleich da. Hallo. Ah, du bist schnell. Was für ein Horror. Armes Kind. Wer hat dich so schlimm zugerichtet? Naja, dann fangen wir mal an. Mein Notfallkoffer ist immer griffbereit. Er enthält alle wichtigen Hilfsmittel für Schminknotfälle. Wow, ich bin bereit. Richtig bereit. Zuerst müssen wir diese Schweinerei abwaschen. So eine Schminke wünscht man nicht einmal seinem Feind. Ekelhaft. Wen kümmert's? Es könnte jemandem gefallen. Ups. Eine Katastrophe. Ah! Sofortiges Karma, Doggy. Und jetzt fangen wir an. Wir malen dir ein natürliches Catnap-Katzengesicht. Schnurrhaare sind ein wesentliches Element in diesem Make-up. Eine kleine schwarze Nase. Es sieht so aus, als hätte ein echter Make-up-Experte die Arbeit übernommen. Alice verwandelt sich wirklich in Catnap. Genau wie die Zwillinge. Schätzchen, es ist geschafft. Beurteile das Ergebnis. Wow, deine langen Arme bewirken Wunder. Das ist wahr. Aber das ist noch nicht alles. Wo es Make-up gibt, gibt es auch eine Frisur. Was soll ich mir einfallen lassen? Willst du einen Fratzenshake? Oh, wow, lilane Locken. Genau wie Catnaps. Schön, dass es dir gefallen hat. Oh,
Du bist nicht wiederzuerkennen. Ein tolles Ergebnis, Mami. Hey, stopp! Ich arbeite für Geld. Oh, richtig. Tut mir leid. Ich habe nur Katzenfutter. Katzenfutter? Mit Rindfleischgeschmack. Ja, genau. Danke. Wir bleiben in Kontakt. Jetzt kann ich das Schloss bestimmt öffnen. Nicht zu überstürzen. Du bist noch nicht ganz fertig. Zeig mir deine Krallen. Was ist mit meinen Nägeln los? Nicht das. Catnip hat nur... Hier, ihre Krallen sind wie kalte Waffen. Ah, ich weiß, was zu tun ist. Und, was ist das Problem? Ich hatte nur eine Sache herumliegen. Was ist los? Komm schon, spuck's aus. Ups, hätte mich fast erschreckt. Aber nein, so geht das nicht. Wie immer habe ich eine kreative Idee. Gib mir deine Hände. Wir nehmen Handschuhe, Kleber und künstliche Nägel. Ein bisschen Mühe und voilà. Meine Mutter hat ähnliche. Jetzt nimm eine Raspel und feile sie, feile sie. Gib ihnen die richtige Form. Oh, jetzt sind sie scharf. Der letzte Schliff, die Beschichtung. Lila wird natürlich aussehen, im Catnap-Stil. Oh, wow, zisch. Oh, eine Catnap-Doppelgängerin. Jetzt auf Schärfe testen. Alice, ich fange an, Angst vor dir zu bekommen. Du tust das Richtige, Dog Day. Komm schon, Test Nummer 3. Wie viel wird es dieses Mal anzeigen? Wie viel? Wieder 1% zu wenig. Ich habe keine Ideen mehr. Ja, ein Rätsel. Richtig, ein Amulett. Du brauchst ein Catnap-Amulett. Stimmt, aber wo kann ich eins bekommen? Es bleibt uns nichts anderes übrig, als es von Catnap selber zu nehmen. Tja, wünsch mir Glück. Pass auf dich auf. Eine faszinierende Aktivität. Oh, du. Leg den Ball zurück. Wo bist du gewesen? Rühr meine Sachen nicht an. Bring den Ball. Ball, 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 Ball. So lustig. Mach dich bereit zum Schlafen. Heute nicht, Catnap. Ich habe ganz andere Pläne. Oh, du. Hast mein Benzin mit deiner Kanone aufgesaugt? Jetzt träum schon. Ausgezeichnet. Ich habe mir diese Kanone ausgedacht. Und jetzt das Amulett. Das ist es, was wir brauchen. Alice, ich eile zu dir. Ich hab's. Endlich. Du bist umwerfend. Schnell, lass es mich anprobieren. Oh, wie aufregend. Wir müssen den Prozentsatz messen. Zeit, sich zu verabschieden. Hurra, Dog Day. Es hat geklappt. Es ging so schnell. Ich habe mich nicht einmal verabschieden können. Alice? Was ist das für ein Blick? Keine Spielchen mehr. Hast du verstanden? Aber Mama, hör auf den Bildschirm zu starren. Schone deine Augen. Warum ist es hier so dunkel? Lasst mich raus! Lasst mich raus! Wie lange muss ich hier noch sitzen? Hier ist die Chance auf Rettung. Die Smiling Critters sind so unheimlich. Ja, besonders Catnap. Ich versetze euch alle in Schlaf. Für immer. Schlaf! Ich will nicht schlafen. Ja, unheimlich. Hey, Gewalttäter, gebt das Tablet her. Im spannendsten Moment. Nur noch 5 Minuten? Es ist schon lange nach eurer Schlafenszeit. Ja, ihr solltet schlafen. Und hört auf, nachts zu essen. Räumt die Zelle auf und geht schlafen. Ah. Ich schlafe. Mama, es ist nur ein Traum. Das ist richtig, ihr müsst der Chefin gehorchen. Völlig einverstanden. Wo ist Catnap hin? Das ist komisch. Vielleicht ist es eine Störung. Soll ich es neu starten? Hallo, Officer. Suchst du nach Mio? Ein Sekundenschlaf. Träume ich etwa? Wer weiß. Jetzt bin ich hier der Boss. Hilfe! Lass mich hier raus! Irgendjemand! Bitte, bitte! Wer ist noch wach? Ist sie noch da? Vielleicht ist sie gegangen. Hab ich dich. Nein, nein. Oh, ein Pony, 2 Ponys. Jetzt ist es eine Schlafregime-Kolonie.
Nein, Pony, schwimm nicht weg. Oh, das ist ein echter Catnip. Niam. Es war kein Traum. Taylor, wach auf. Steh auf, sage ich. Er schläft zu tief. Aber ich weiß, wie ich ihn aufwecken kann. Komm schon, Großer, du schaffst das. Psst, steh auf. Schau, Catnip ist da. Mäuse, saftig, knusprig. Unglaublich. Genau. Ich würde ewig schlafen. Aber die Pflicht ruft. Die Gefangenen sind wach. Was sollen wir jetzt tun? Es ist nur eine süße Katze. Alle Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Wer ist eine gute Katze? Wen hast du Fluffy genannt? Meine Arme. Er hatte die Arme abgerissen? Schlimmer, ich habe sie gekratzt. Beruhige dich. Miau. Er ist wegen mir gekommen. Wir sind am Arsch. Haltet euch zurück, ich will euch nur unseren neuen Gefängnisplan zeigen. Das ist eine Menge Schlaf. Ich treffe hier die Entscheidungen. Wir sind gerade erst aufgestanden. Okay, ich werde noch ein Nickerchen machen. Wie geht es unserem Gefangenen? Interessant. Irgendjemand, helft mir. Au, ein Knochen? Wo kommt der denn her? Ich rieche Ärger. Sei still, warum schreist du so? Beruhige dich. Was soll ich tun? Stimmt, Hunde lieben Knochen. Schau mal, wie groß er ist. Magst du ihn? Ein Knochen. Gib ihn her. Mein süßer Knochen. Wenn überhaupt, bin ich bereit zu kämpfen. Ich hebe es für später auf. Der Hund ist abgelenkt. Ich habe eine Idee. Taylor, bist du wach? Ja, was ist das? Keine Ahnung. Hast du die Zeit gesehen? Es ist 11. Frühstückszeit. Also, wo ist das Essen? Das ist das beste Zeug im Tomb State. Genießt es. Ich habe noch nie Katzenfutter probiert. Es riecht schlecht. Schmeckt noch schlechter. Aber wir wollen doch nicht verhungern, oder? Aber erst muss ich mich fertig machen. Die Hände müssen sauber sein. Also die Serviette. Lecker, lecker, lecker. Mit Hähnchengeschmack. Ich bin bereit, alles zu schlucken. Hey. Lecker. Tut mir leid. Willst du es uns mitteilen? Das ist mir peinlich. Lebe damit, Gieriger. Ich hoffe, er wird mir verzeihen. Oh, ich bin hungrig. Oh, was ist das für ein wunderbarer Geruch? Es duftet so lecker. Das ist Fisch. Diese Mäuse sind so naiv. Ich muss ein oder zwei klauen. So ist es. Ich habe eine Angelrute. Nehmen wir eine. Wupp. Heute beißen sie gut an. Hey, hey, hey. Stopp. Wo ist mein Fisch? Jemand hat mein Mittagessen gestohlen. Da ist der Dieb. Ich werde es nicht mit Taylor teilen. Lass ihn Trockenfutter kauen. Keiner wagt es mir, meinen Fisch zu nehmen. Njam, njam, njam. Oh, oh. Das hättest du nicht tun sollen. Schlaf. Schon wieder? Okay. Das wird ihm gute Manieren beibringen. Mein Fisch. Lecker. Wie geht es unserem Officer Setten? Die Welt von Catnap ist seltsam. Die Türen sind überall. Welche soll ich wählen? Diese hier. Wo ist sie hin? Ruff! Das scheint eine Sackgasse zu sein. Eine Hundehütte? Das ist das Zimmer von Dog Day. Oh nein, er hat mich gefunden. Officer, ich werde dich finden. Nö, keine Takebacks. Wo ist sie? Warte, du kannst mir nichts vormachen. Hallo, willst du spielen? Schnapp dir einen Knochen. Knochenspielzeug ist mir gleichgültig. Vielleicht Pikachu? Nein. Ball. Und der Ball? Sieh mal, ist er nicht wunderschön? Fang ihn. Ich komme. Hab ich dich. Ich habe ihn gefangen. Ich habe den Ball. Wo bist du? Sie ist wieder weggelaufen.
Miau! Psst! Miau! Was ist das? Gib mir mehr Katzenfutter. Was ist hier los? Du kannst nicht vor mir fliegen. Lauf, Maus, lauf. Ich fange sie sowieso. Typisches Katzenverhalten. Heiliger Aristoteles. Die Mäusejagd ist außer Kontrolle geraten. Oh, meine Hanteln, das ist eine ziemliche Sauerei. Ah, Officer Setten wäre so wütend. Hey, du hast was vergessen, was? Zeit zum Putzen. Aber wir haben nicht geworfen. Ich weiß nicht, wie man putzt. Du wirst es lernen. Ihre Mops, meine Herren. Aber wie genau macht man ohne Wasser sauber? Nicht mein Problem. Können wir es nicht tun? Willst du für immer schlafen? Wir haben keine Wahl. Aber ich habe eine geniale Idee. Wow, ich bin dabei. Na, Kätzchen, dann wollen wir dir mal zeigen, wie man spielt. Ich werde sogar die Schnürsenkel meiner Lieblingsturnschuhe spenden. Mach eine Schleife. Der Köder ist bereit. Jetzt kommt der wichtigste Schritt. Perfekt. Lass uns anfangen. 1, 2, 3. Steh auf und glänze. Eine Schleife? So schön. Willst du diese Schleife? Schnapp sie dir. Meine Schleife. Rechts, links. Bringen wir diesen Raum zum Leuchten. Ist so komisch. Und hopp. Gut gemacht, Kumpel. Ich hab's. Ich liebe Schleifen. Es reicht. Oh, du. Miaut. Lauf nicht auf dem nassen Boden. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Ah, wie lang. Ich muss mich verstecken. Oh, der Pool wird reichen. Vorsichtig. Ich dachte, sie wäre hier reingerannt. Oh, oh. Hatschi. Wow, schön. Hier bist du. Ich habe dich gefunden. Du kannst mich nicht fangen. Ja, ich kann. Was will er von mir? Das macht Spaß. Uff. Oh nein. Ah. Hör auf zu schreien. Ich kann helfen. Vertrau mir. Oh, nicht viele Möglichkeiten für mich. Komm schon. Uff. Genau. Zeit für eine Massage. Das ist für euch. Was ist das für eine wunderbare Erfindung? Du kommst zu spät. Eine Massage. Los geht's. Wo sind wir denn hier gelandet, Mike? Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals eine Katze bedienen würde. Hinter dem Ohr und auch unter der Pfote und am Rücken. Das war so cool mit Nicole. Jeden Morgen kochte sie uns einen leckeren Haferbrei. Es ist ein Meisterwerk. Es hat auch so viel Spaß mit ihr gemacht. Sie hat auf uns aufgepasst. Nicht gucken. Überraschung. Das ist für mich? Ja. Danke, du bist die Beste. Was ist los? Ich habe nicht gesagt, dass ihr aufhören sollt. Oh ja, richtig. Tut mir leid, Chef. Wie du willst. Oh, Nicole, komm zurück. Du musst diesen Hebel drücken. Das war's. Das sieht alles ziemlich verdächtig aus. Ich will keinen Druck machen. Entspann dich und drücken. Okay, was könnte schlimmer sein, als in der Welt der Smiling Critters festzusitzen? Wow, das ist das Portal. Mein schönes Gefängnis. Ich komme nach Hause. Warte, warum? Nicht so schnell. Ohne Lavendel geht's nicht. Nimm Lavendelspray. Okay, es ist soweit. Halt dich fest. Danke, Dog Day. Wir sind hier Freunde geworden. Ich werde dich vermissen. Okay, das reicht jetzt. Ich wünsche dir viel Glück, Nicole. Oh, home sweet home. Oh. Tschüss. Oh, ich bin wieder ganz allein. Ich bin müde. Drück fester am Ohr. Habt ihr mich vermisst? Officer Setten, du bist ausgestiegen. Und was jetzt? Das wirst du schon sehen. Das ist mein Gefängnis. Oh, das ist aufregend. Ja, entspann dich, Flauschi. So ist es richtig. Ich schlage dich mit deinen eigenen Waffen. Geh dahin, wo du hingehörst. Mach's gut. Oh nein. Ich will zurück. Lass mich raus. Ich befehle es. Lasst mich raus. Ruff, ruff. Miau.
Danke, Duck Day. Viel Spaß dort. Das werde ich haben. Sie hat gewonnen. Officer Setton, wir haben Sie so sehr vermisst. Genug umarmt. Wir sind froh, dass es dir gut geht. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Karriere. Geht ihr irgendwo hin? Geht sofort zur Kamera. Aber wir haben so viel gelitten. Oh ja, Chef. Können wir wenigstens das Tablet bekommen? Bitte. Wirklich? Gut. So kindisch. Okay, Catnap ist weg. Zeit für Horrorfilme? Ja, ich habe eine Taschenlampe. Wählen wir den gruseligsten aus. Warte mal, lass uns nachsehen. Da ist kein Entkommen. Es ist vorbei. Wer ist da? Ruhe. Schlaft alle. Siehst du die Zeit? Ja, ja, wir hauen ab ins Bett. Kelle, beeil dich und geh in deine Koje. Lichter aus. Bis dann. Tja, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Hör auf zu zittern. Hier gibt es keine Monster. Wir sind hinter Gittern. Naiv. Hallo, Jungs. Mike, hier. Monster. Catnap ist inhaftiert. Mach die Augen zu. Ich könnte ein kurzes Nickerchen machen. Taylor, bleib wach. Hey, was ist das für ein Lärm? Hört auf, euch zu verstellen. Ich weiß, dass ihr nicht schlaft. Keine Disziplin. Dann muss ich das Tablet konfiszieren. Kein Trum-Trum mehr für eine Woche. Nein, einen Monat. Zeit, die Glühbirnen auszuwechseln. Wer bist du? Gute Nacht. So müde, dass mir die Augen zufallen. Na gut, ich lege mich hin. Das war's. Gut gemacht. Da ist roter Rauch. Catnap. Das wird ein Albtraum. Horror. Keine Gruselpasta mehr vor dem Schlafengehen. Gut ausgeruht. Welches Deo soll ich nehmen? Ich nehme Lavendel. Herrlich. Was ist mit ihm los? Was ist los, Bruder? Nichts, nichts. Ich hatte einen Albtraum. Seltsam. Jacqueline ist immer noch nicht da. Sie kommt nie zu spät. Hast du sie gesehen? Vielleicht ist sie krank. Ich hoffe nicht. Wer bringt uns dann das Frühstück? Jacqueline! Jacqueline! Vielleicht hat sie nur vergessen, uns Essen zu geben. Ich werde sie daran erinnern. Wenn jemand fragt, sag ihm, dass ich bald zurückkomme. Okay? Klar, Bruder. Geh, ich gebe dir Deckung. Die Kamera hat alles aufgezeichnet, was hier gestern Abend passiert ist. Es gibt also eine Aufzeichnung auf dem Computer. Lass uns nachsehen. Das ist seltsam. Mir gefällt das alles nicht. Vielleicht ist es nur eine Störung. Oder jemand hat absichtlich alle Videos gelöscht. Was ist das? Die Schlüssel zum Gefängnis. Die werden dir helfen. Dein Tröpfchen. Hast du sie gefunden? Nö, es ist nicht in der Küche. Aber da war dieses... Ein neuer Chefkoch im Gefängnis. Ich bin nicht mehr hungrig. Oh nein, ekliges Zeug. Kein anderes Essen. Und ich habe wirklich Lust auf einen Snack. Es riecht nach Lavendel. Es kam dir nur so vor. Köstlich. Komm schon, probier es. Oder gib es mir. Auf keinen Fall. Ich muss diesen Brei essen. Hey, so schlimm ist es nicht. Besser als Brot und Wasser. Taylor? Warte, ist das Brei in meinem Gesicht? Deine Brille. Sie hat sich verändert. Du hast dich gesehen. Ganz in lila. Ich glaube, es liegt am Essen. Der Brei wurde manipuliert. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Mike, was ist los? Catnap! Lass uns rennen. Angsthasen. Gehst du weit? Fühlt sich an wie schlafen. Bei mir auch. Mäuse im Käfig. Sie werden mir nicht entkommen. Willkommen in der Welt der ewigen Albträume. Dumpfes Innenleben. Naja, es ist trotzdem besser. Mein Gefängnis, meine Regeln. Zeit zu verschwinden. Wir brauchen einen Plan. Nennen wir ihn Freedom One. Du bist das Gehirn. Denk nach. Wir werden einen Tunnel mit Löffeln graben. Das wird ein paar Jahre dauern. Kapiert? Ja. Flechte das Seil aus Bettlaken und dann? Wir klettern die Klippe hinunter? Genau. Autsch. Pass auf, wo du hinläufst. Maus. Sie ist riesig. Nimm sie weg von mir. Was? Es wird dir nicht schaden. Sieh dir diese Zähne an. Ich habe eine Idee. Was ist mit unserem Plan? Vergiss es. Ich habe einen neuen. Wie geht es meinen Gefangenen? Oh, sie schlafen so süß. Gut gemacht. Es riecht nach Essen. Eine Maus. Ah, das Frühstück ist da. Komm schon, lauf nicht weg. Lass uns Bekanntschaft schließen. Ich habe Käse. Es hat geklappt. Hey, Taylor, steh auf. Ist sie weg?
Du bist ein Genie. Natürlich. Intelligenz ist Macht. Gib mir 5. Autsch, meine Hand. Nein, Kumpel. Die Stärke liegt in den Muskeln. Schau. So schwach und nutzlos. Du musst dringend aufpumpen. Gehen wir zu Papa. Links, rechts. 1, 2. Warte, noch ein paar Durchgänge. Was ist mit ihm los? Dieser Kühlergrill ist härter, als er aussieht. Er ist unverbesserlich. Schau, das sind die Schlüssel. Sie öffnen die Tür. Du brauchst kein Metall zu verbiegen. Vielleicht ist das... Warte, mach ihn nicht auf. Ich bin auf mich allein gestellt. Hey, Käfig, mach dich bereit, besiegt zu werden. Wow, stark. Grille, gib einfach nach. Mike wird mich auslachen. Wie geht es dir? Arbeitest du? Ich gebe auf. Mach es auf. Siehst du, es ist so einfach. Puh. Willst du eine Maus? Nein, danke, ich bin nicht hungrig. Viel Spaß. Danke. Ja, unser Sportler hat Angst vor Mäusen. Warum hat der Nerd Angst? Das werden wir jetzt herausfinden. Schlaf! Es war ein Traum. Taylor, wach auf. Mäuse, ein ganzer Haufen von Mäusen. Lasst mich in Ruhe. Siehst du dasselbe wie ich? Ja, ich sehe es. Milch, genau. Das hatte ich ganz vergessen. Köstlich. Was starrt ihr denn so? Steh nicht auf. Tu so, als ob wir beschäftigt wären. 1000 langweilige Fakten. Das Lieblingsbuch. Gute Arbeit. Viel Spaß. Canberra ist die Hauptstadt von Australien. Das wusste ich nicht. Genug damit. Wir brauchen einen neuen Plan. Dein Schmetterling. Das ist eine Idee. Im Universum gibt es so viele Arten von Milch. Aber ich habe nur Kuhmilch probiert. Oh, was für ein wunderbares Wesen. Wo willst du denn hin? Ich werde nicht beißen. Hör auf, es beißt. Spinn weiter. Ich mache sie jetzt auf. Warum? Lach mich weg. Wir hatten Spaß. Frechdachs. Lass uns gehen. Großer Fisch. Ich hoffe, der Köder hält. Ja, ja, ich komme ja schon. Mike, beweg dich. Die Katze wird den Köder jeden Moment fangen. Gib mir eine Sekunde. Zu viele Schlüssel. Oh, heilige Wahrscheinlichkeitstheorie. Bring ihn dazu, diese Tür zu öffnen. Ja, ich hab's. Winzling, wo willst du hin? Sei leise. Abgemacht? Hör auf, man wird uns bemerken. Oh nein. Ein Hund? Das war's, wir sind fertig. Willst du mich damit erschrecken? Chappy ist die gruseligste Kreatur auf dem Planeten. Fällst du etwa? Rette dich. Wir hatten nicht vor zu fliehen, aber es ist passiert. Der Nächste. Alles klar, ich hab's. Das lässt dich nicht einschlafen. Nimm die Angelrute. Lass uns spielen. Wirklich? Ich liebe Angeln. Wieder ein gruseliger Traum. Taylor, du wirst nicht glauben, was ich gerade... Taylor? Was machst du da? Ich kann das nicht mehr tun. Dieses Ding macht so viel Spaß. Stopp. Wo? Hab ich dich. Hilf mir. Armer Taylor. Er sieht erschöpft aus und ist kurz davor, zusammenzubrechen. Ich muss die Katze ablenken, aber wie? Lass mich nachdenken. Ich habe es mit Mäusen und Spielzeug versucht. Das hat es nur noch schlimmer gemacht. Was wäre, wenn... Na klar, ich brauche einen besonderen Duft. Freunde, helft mir. Welchen Duft mag Catnap? Zitronengras, Minze oder Lavendel? Schreib es in die Kommentare. Also, wo ist der Hinweis? Sein Anzug wurde plötzlich violett. Und Kitty bevorzugt eindeutig eine Farbe. Das ist doch klar. Lavendel. Lass es uns versuchen. Mir ist langweilig. Schneller. Was für ein herrlicher Geruch. Freiheit. Endlich. Hast du beschlossen, mich vom Spaß abzulenken? Es ist nur eine Anzeige. Leichter, sanfter, toller Lavendelduft für nur einen Dollar. Überredet. Gib ihn mir. Okay, jetzt bin ich allergisch gegen Angeln. Du hast es fallen lassen. Weiter? Nur das nicht. Verschone mich bitte. Mein Schmetterling. Mit Fell bedeckt und jetzt dieser Lavendel. Gib ihn her. In Schwierigkeiten geraten? Nimm das. Tut mir leid, Bruder, ich kann dir nicht helfen. Catnap. Ich habe gut geschlafen, jetzt bist du dran. Oh, yeah. Jacqueline. Schön, dich zu sehen. Mein Gefängnis. Meine Gefangenen. Wie kannst du es wagen, hier aufzutauchen? Schlaf. Ich habe mich auf die letzte Schlacht vorbereitet. Soll ich etwa Angst haben?
Nur eine Sekunde. Geh nicht weg. Nimm das. Clever. Das ist nicht fair. Keine falsche Bewegung. Du bist mein Idol. Hilf mir, das auszuziehen. Eine coole Knarre. War das deine Idee? Ich will auch eine. Kann ich diesen Knopf drücken? Ups. Was, schon wieder? Taylor, warum hast du... Ups, mein Fehler. Lass sie uns mit einer Decke zudecken. Was ist, wenn ihr kalt ist? Ruhig, lass uns zurück in die Zelle gehen. Die dritte Flucht in dieser Woche. Ihr werdet bestraft. Mir ist so langweilig. Wie geht's den Jungs? Oh, Chefkoch, hallo. Hi. Ich lasse euch dann mal allein. Ciao, ciao. Nun, Taylor, bist du bereit? Natürlich. Dann lass es uns tun. Habe ich umsonst trainiert? Hab. Nice. Es ist schwer. Was für ein ekelhafter Geruch. Willst du zuerst? Gut. Yippie-ki-yay. Lebe wohl. Ich habe etwas Rost im Mund. Es ist lustig hier. Ich mag es. Hello. Guten Tag. Also sag mir, was los ist. Ich habe mir den Arm schwer geprellt. Dann lass mal sehen. Wow. Das sieht gar nicht gut aus. Warte hier. So, wo ist die Blutergusssalbe? Nein, nein, nicht die. Was? Ist da jemand oder habe ich mir das nur eingebildet? Ah! Das war eine weiche Landung. Hurra, wir sind draußen. Doktor, geht's Ihnen gut? Nein, er ist eindeutig nicht okay. Komm schon. Hey, du bist zuerst auf ihn gefallen. Also finde es selbst heraus. Kommst du, Doktor? Ich habe hier einen Notfall. Es scheint, als ob jemand im Raum ist. Tu so, als wärst du ein Arzt. Ich werde nicht gehen. Nein, das wirst du. Beeil dich. Zieh deinen Bademantel an. Warum ich? Beweg dich, komm schon. Was soll ich denn sagen? Hey, du. Hallo. Warum hast du so lange gebraucht? Oh nein, was ist das für ein Geruch? Oh, ich nehme an, das kommt von mir. Hast du die Medizin mitgebracht? Die Medizin? Ich muss mir etwas einfallen lassen. Steh still. So ist's gut. Wir stecken dich in den Schrank. Wo bist du? Hier, etwa so. Ich hab's. Endlich. Ah! Ich komme. Wie soll mir das helfen? Das sollte helfen. Stimmt's, Doktor? Ruhig. Ich bin ein richtiger Arzt. Schau, was du mit ihr gemacht hast. Hau ab. Sofort. Ja, ein echter Arzt. Hey, was ist los mit dir? Steh sofort auf. Bleib hier. So ist es gut. Puh, alles erledigt. Gib mir eine Sekunde. Lass uns das einfach alles entfernen. Dreh dich, Amber. Das war's. Wie fühlst du dich? Oh. Viel besser. Gib mir deine Hand. Dieses Wunderpflaster ist das Beste für alle Gelegenheiten. Oh nein, schon wieder dieser Geruch. Oh, ich stinke. Das ist für dich. Blumen, aber du stinkst trotzdem. Du scheinst dich schon erholt zu haben. Mach's gut, Kleiner. Wer ist der Nächste? Ich bin zuerst gekommen. Ich habe einen Termin. Ich habe mir den Finger gebrochen. Herr Doktor, mach auf. Schau, da ist er. Lass mich rein. Ich habe Krallen. Das ist es. Wir sind am Arsch. Jungs? Oh nein. Sie sind geflohen. Aber wie? Vielleicht haben sie sich einfach unter dem Bett versteckt. Wenn das jemand rausfindet, bin ich erledigt. Oh, das ist schlecht. Sie haben sich durch die Kanalisation geschlichen. Igitt, ekelhaft. Komm schon, Amanda. Amanda, geh ans Telefon. Vielleicht ist das genug? Lass mich los. Hm, was soll ich wählen? Eine Gartenschere ist zu kitschig. Aber die Säge habe ich noch nicht ausprobiert. Oh, tut mir leid. Da ruft jemand an. Ich werde warten. Nun, die Familie ist heilig, weißt du? Hier sind zwei entflohene Gefangene. Kannst du das wiederholen? Geflohen. Hilf mir, sie zu fangen. Ich hab's. Kein Problem. Also gut, Leute. Ihr seid fertig. Lasst uns später weitermachen. Ich muss los. Das war's. Ich bin weg. Abgemacht. Ich werde in der Zwischenzeit meinen TikTok-Feed checken. Ich komme. Hör auf zu klopfen. Was war das? Dreck? Warum so viel Dreck?
Hey, hör auf damit. Und zwar sofort. Kannst du mich überhaupt hören? So, das war's. Du kannst mich nicht fangen. Du kannst mich nicht fangen. Lalala. Mädchen, hör auf. Du bist zu weit gegangen. Wir werden dir jetzt die Füße waschen. Komm her. Ah, nein, ich liebe Dreck. Stopp, so ist es besser. Was ist denn hier los? Hey, hör auf. Tu dem Kind nicht weh. Alles ist mit Schlamm bedeckt. Steck das Ding weg. Sieh mal, sie hat Angst. Es ist alles in Ordnung. Der fiese Typ ist weg. Und mit Schlamm beschmierte Füße sind nicht mehr in Mode. Setz dich. Ich helfe dir. Was ist das? Dir werde ich's zeigen. Los, zieh sie an. Warte auf den lustigen Teil. Lass uns die Reinigungsblasen machen. Wir schütten eine Sprite in die Stiefel und geben dann einen Mentos dazu. So ist es richtig. So ist's gut. Und jetzt die Mentos. Nach so einer heftigen chemischen Reaktion empfehle ich, Schuhe zu tragen. Gelb. Das ist meine Lieblingsfarbe. Da hast du's. Das ist doch schon viel besser, oder? Das ganze Zimmer ist mit Schlamm bedeckt. Nimm den Mop und mach es sauber. Hey, warum immer ich? Fein. Auf Wiedersehen, Doc. Bye. Viel Glück. Der Nächste. Komm rein. Jetzt bin ich dran. Geh mir aus dem Weg. Meine Kehle tut weh. Halt, nimm einen Mop. Du bist dran. Bitte komm rein. Setz dich. Also, was bedrückt dich? Meine Halsentzündung. Das dachte ich mir schon. Du brauchst die Grippeimpfung. Lass mich nur die Spritze aussuchen. Voila. Nein, die ist zu klein. Ich brauche eine größere. Scheint, als hätte ich die Lösung gefunden. Das hier wird reichen. Versuchen wir es mit dir. Oh, was für eine gruselig aussehende Spritze. Du hast vergessen, Handschuhe zu tragen, Doktor. Warte eine Sekunde.